So, also unsere Tour, Sir Peter Morgan startet hier am Ringlockschuppen und wir schauen mal, wie es weitergeht. So, dann starten wir mal. Mal gucken, was passiert. Hallo meine Anwärter, ich bin der weltberühmte Meisterdetektiv Sir Peter Morgan. Für mich ist wirklich kein Fall zu schwer. Wie mir zu Ohren gekommen ist, wollt ihr euch heute an einer der Aufnahmeprüfungen für meine Detektei versuchen. Das ist schön zu hören. Um die Prüfung auszuwählen, klickt entweder am unteren Rand des Displays auf den Button oder schreibt den genauen Namen aus der Klammer MH-Prüfung 06 Schloss Bruch in den Chat. Wenn das nicht klappt, kommt der Knopf unter dem Eingabefeld wieder, wenn ihr das Spiel nochmal startet, mit Start. Dann machen wir doch einfach mal hier. Nennt mir bitte kurz die Prüfungsnummer, die ich euch kürzlich habe zukommen lassen. Danach erkläre ich euch gerne alles weitere. Die habe ich schon mal in den Zwischenspeicher und packe die jetzt hier rein. Gute Wahl. Ich denke mal, euer Team hat einen Namen. Wie lautet dieser denn? Na, der lautet natürlich so. Alles klar, Family Ella. Dann habe ich soweit erstmal alles, was ich von euch brauche. Bevor eure Prüfung starten kann, erkläre ich euch ein paar grundsätzliche Aspekte des Ablaufs. Seid ihr denn schon vor Ort? Sind wir da? Ja. Ja. Super, dann können wir doch anfangen. Und jetzt kommt die erste Audiodatei. Um für meine Sicherheit und die meiner Familie zu sorgen, ist es mir nicht möglich, persönlich mit euch in Kontakt zu treten. Daher möchte ich euch kurz den Ablauf eurer heutigen Prüfung erklären. Die Kommunikation zwischen eurer Gruppe und mir wird ausschließlich über Telegram erfolgen. Ich werde euch dabei mit Informationen versorgen und eure Lösungen abfragen. Damit es nicht zu unübersichtlich wird, ist es wichtig, dass mir immer nur einer aus eurem Team die Antworten sendet. Ja, das haben wir verstanden, denke ich mal, ne? Sollt ihr an einer Stelle nicht weiterkommen, werde ich euch natürlich helfen. Dafür schickt einfach Tipp 1 oder Tipp 2 in den Chat. Kommt ihr auch mit meiner Hilfe nicht weiter, schickt ihr das Wort Lösung in den Chat. Denkt aber stets daran, dass es für euch um eine Praktikantenstelle geht. Ich werde von euch nicht immer eine direkte Lösung, wie zum Beispiel eine Zahl, anfordern. In diesem Fall antwortet bitte mit Ja oder Nein. Dann geht es weiter. Habt ihr verstanden? Ja. Gut, dann kann es losgehen. Eine weitere Audiodatei. Wollen wir die Prüfung angehen? Wir hören mal rein. Ja, wir wollen euch hier natürlich noch nicht alles verraten. Wie ihr schon gesehen habt, wir sind auf der Tour Schloss Bruch. Wir sind gestartet am Ringlockschuppen. Das ist in Mühlheim an der Ruhr. Und das Ganze geht so, dass ihr auf der Internetseite von Sir Peter Morgan zunächst einmal euch eine Tour aussucht, diese dann bezahlt. Das geht mit PayPal und auch über andere Wege. Und dann bekommt ihr eine E-Mail. Ihr ladet euch parallel schon mal zu Hause am besten Telegram runter, das ist kostenfrei. Dann addet ihr den Sir Peter Morgan Bot und dann könnt ihr auch so loslegen, wie wir das hier gemacht haben. In der E-Mail selber ist auch noch dieser Code enthalten. Und dann seid ihr quasi schon mitten im Spiel. Wichtig ist, bevor ihr dann auf Start drückt, solltet ihr auf jeden Fall auch vor Ort angekommen sein. So wie wir auch am Parkplatz dann gestartet sind. So, hier ist der Parkplatz, da ist das grüne Häuschen. Wir gehen da jetzt mal hin. So, hier geht es dann auch schon direkt weiter. Wichtig für euch ist vielleicht noch, wie kommt ihr überhaupt auf die Internetseite? Ich habe euch das mal in den Shownotes, sprich in der Videobeschreibung unter diesem Video verlinkt. Und ich habe bei Sir Peter Morgan auch mal angefragt, ob es möglich wäre, dass ich euch einen kleinen Rabatt auf den Preis gewähren kann. Den Link hierzu findet ihr in der Videobeschreibung. Und sobald ich den Code von Sir Peter Morgan bekommen sollte, stelle ich den auch in der Videobeschreibung direkt rein, sodass ihr dann einfach nur kopieren müsst bei eurer Anmeldung für die nächste Rätseltour. Im Folgenden zeige ich euch noch ein paar Eindrücke dieser Rätseltour, ohne aber zu viel zu verraten, sodass eure Spannung auf jeden Fall erhalten bleibt. Eine Ergänzung noch von mir, dies hier ist nicht als Anfängertour ausgewiesen, aber als Familie mit genug Köpfen ist es auf jeden Fall machbar, hier alle Lösungen zu bekommen. So, und hier ist die alte Pumpe. Dann schauen wir mal weiter. Und dort sind auch die versprochenen Stücke der Berliner Mauer. Und hier haben wir so eine Sonnenuhr.
zusammengefasst lässt sich sagen, es ist ein schönes altes Schloss. Das könnt ihr von außen besichtigen. Und ihr solltet euch natürlich an diese Zeiten halten, sonst ist das Tor zu. Es gibt einen Wasserspielplatz, einen Spielplatz und jede Menge zu sehen in diesem Park. Ja, wir sind hier jetzt mitten im Schloss Broich und ich werde euch nicht jede Station hier verraten. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ihr bekommt Audionachrichten, Rätsel zwischendurch und macht einfach diese Tour selber einmal. Viel Spaß dabei. Nachfolgend jetzt noch ein paar Eindrücke aus dem Park von der Tour. Wir haben übrigens mit Spielplatzpause etwas über 2 Stunden gebraucht. Die Wegstrecke an sich ist allerdings nur ungefähr 2 Kilometer lang. Es ist auch kein so schwieriges Gelände, also hier kann auch eigentlich jeder lang gehen. Ja, jetzt zum Abschluss noch einmal der Hinweis, wenn ihr Interesse an dieser oder einer anderen der ganzen Touren habt, im Ruhrgebiet gibt es jede Menge Touren hiervon, dann klickt doch einmal auf den Link in der Videobeschreibung und ihr gelangt auf die Internetseite von Sir Peter Morgan, um eure Tour zu planen. Ich habe bei Sir Peter Morgan einmal angefragt, ob ich euch einen Rabattcode anbieten kann. Wenn ich einen bekommen sollte, werde ich den in dieser Videobeschreibung posten und ihr habt dann die Möglichkeit, eventuell etwas günstiger an die Tour zu kommen. Hier seht ihr den Ringlokschuppen und das war die vorletzte Station, bevor es dann an die letzte Station ging. Und die seht ihr einmal hier. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.